Hey, Kleiner, aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Roon. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Ne, die Frage ist, wo ist der Bruder? Köter. Das ist ein Arschloch. Ah, gut. So ein bisschen aus wie Ninjas. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Sieh dich nach einer Ablenkung um und drücke Q, damit Arthur und Miley die Soldaten kurz beschäftigen. Die Flaschen da? Nein, dann versperrt er uns den Weg. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Oh, oh. Er ist also dein Bruder. Entschuldigung. Hallo. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Groß allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Was war das? Was ist denn? Wir müssen den Weg freiräumen. Nichts. Ihr lasst ihn liegen! Ah, scheiße. Aber das war ja nicht meine Schuld, weil ich dachte eigentlich, wenn ich ihr folge, passiert nichts. Steckt die Valois dahinter, oder was? Nein. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. Wir müssen den Weg freiräumen. Den Rückzug anordnen. Das Feuerbecken ist aus Metall. Nein, sie würden uns den Weg versperren. Sehr spannend. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Pass auf die Flaschen auf. Hey! Schon zum zweiten. Oh, wir haben es hier mit Nutzgolden zu tun. Durchsucht was? Alles. Alles durchsucht. Verdächtige, bewegt euch! Oh Mann, ey. Wenn du einmal entdeckt wurdest, dann kannst du schon vergessen. Wie ist daher? Steckt die Valois dahinter, oder was? Nein. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion... Wir müssen den Weg freiräumen. Eine biblische... Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Gut gemacht, Arthur. Dann los!
die Flaschen auf. Rein gar nichts. Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quarrelei. Los! Auf ein Turm. Ja, so läuft das im Krieg. Ah. Hörst du was? Hierher! Schnell! Sie sind hier! Was war das? Oh. Keine Chance. Keine Chance. Wenn man einmal entdeckt wird. Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quasselei. Sie schießen auf einen. Auf einen Toten. Machen mich noch. Ja! Höher. So läuft das im Krieg. Und so erteilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern... Bleib unten. Ist gut. Erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Los. Und Köpfe stürmen einfach blind drauf los. Wollen unbedingt als Märtyrer sterben. Ah. Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack, nichts leichter als das. Vorsicht. Was für ein großartiger Sieg, verdammt. Ich sag's dir. Guyen gehört endlich wieder zu England. Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Gehört jetzt den verfluchten Ratten. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Was ist das gehört? Jetzt, nach links. Sei bloß vorsichtig. Wir brauchen dich lebend. Oh, schneller. Man schleicht zwar, damit man leise ist, aber man fühlt sich dabei auch nicht wohl. Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roux. Verstanden. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Wärst du so freundlich? Genau, kann ich auch ganz gut gebrauchen, weil ich ja Alchemie kann. Hier, viel Spaß damit. Gut gemacht. Super. So, ich hoffe, wir haben es gleich geschafft. Leise. Melly, nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Oh Gott, sind sie alle besoffen. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Oh, da liegen so viele schöne Sachen da. Zum Einsammeln, aber ich kann das leider nicht, weil sie mich sonst am Arsch haben. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Ich finde, wir haben es noch gar nicht geschafft. Mein Bruder sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist diese Dreckskerle? Deine diese Schwester, Dreckskerle. Die behalten wir für uns, oder Jungs? Nein, hey, nein, bitte die Kleine, nicht. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen, alle suchen nach ihr. Scheiße, verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Oh, oh. Das ist unsere Chance.
Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Ich weiß nicht, aber solange sie nicht läuft, laufe ich glaube ich auch nicht. Oder? Ich versuch's einfach mal. Mehr als scheitern kann ich ja nicht. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein. Hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Tour da gesteckt. Gut. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Melly, übernimmst du? Oh Mann. Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Zum Glück sind sie beschäftigt. Melly, das Schloss. Ich hoffe, sie kann das knacken. Gut. Kinderspiel. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Lager nicht verlassen hat, ausschwärmt. Teilt euch auf. Achtet auf die Zelte. Was war das? Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie doch bei den Käfigen. Oh, Glück gehabt. Seltsam. Oh Mann, ey. Oh, das geht mir ja am Sack. Soldaten, Bericht! Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Ausschwärmen. Teilt euch auf. Achtet auf die Zelte. Was ist denn das? Was war das? Was? Absolut, ich bin's leid wegzulaufen. Oh Mann! So, nochmal. Soldaten, Bericht! Noch immer nicht. Was war das? Wenn das Lager nicht verlassen hat, ausschwärmen. Teilt euch auf! Was? Schlagt Alarm! Eindringlinge! Wer hat euch geschlagen? Oh nein! Nein! Mann. Soldaten, Bericht! Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Ausschwärmen! Teilt euch aus! Achtet auf die Zelte! Nichts. Was ist das?
werfen wir mal einen Blick drauf. Soldaten, Bericht! Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperren. Teilt euch auf und achtet auf die Zelte. Das sehe ich mir besser an. Da drüben, ich habe jemand gesehen. Ihr kommt hier nicht hin. Amicia, Amicia, Mann. Ich glaube, das ist der bessere Weg hier. Wollt ihr noch mehr? Ich habe noch genug auf Lager. Was? Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie doch bei den Käfigen. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang? Oh nein, der fehlt uns auch gerade noch. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Und dann schafft er es auch noch. Getötet. Arschloch. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Oh, die Inquisition? Was zum Teufel habt ihr getan? Bleib gar stehen! Nicht. Wir haben es nicht getan. Sie wollen Hugo. Nein. Oh Gott, das Arschloch kommt. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder. Und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Oh, das die Inquisition? Ihr Bruder. Was zum Teufel habt ihr getan? Bleib gar nichts! Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Drecksäcke! Keine Bange, das wird los! Lasst uns abhauen! Vorwärts. Alles in Ordnung? Ich dulde Danke. Kein Versagen! In letzter Sekunde! Schnell, schnell! Amicia! Die kriegen wir nicht! Hör auf, wegzulaufen! Gib uns Hugo! Ja. Alter, was ist denn das für ein Arsch, der da mal hinter uns hinterherläuft? Mach das Schloss auf. Alles klar. Weiter. Was ist das? Sehe ich mir besser an. Oh Mann. Bogenschütze, runter! Schlag zurück! Keine Ahnung, hey!
warst du da? Das war aber knapp. Die Luke da! Das könnte unser Weg nach draußen sein! Da ist deine Kette! Melly! Komm schon, komm schon! Sie haben die Tür geöffnet! Sie sind hier! Ich kümmere mich um sie! Da draußen könnt ihr euch nirgendwo verstecken! Ah! Haltet den Mund! Lasst uns in Frieden! Übel, übel. Komm schon, komm schon. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch nirgendwo. Amicia, komm schnell. Ah, super. Na gut, dass er uns immer hilft, ja. Los, los! Alter, was für ein Abenteuer. Das Spiel ist so spannend, das muss man gar nicht kommentieren. Wahnsinn.